Hallo, meine wundervollen Seelen. Zum Abschluss dieser Woche gibt es herzlich willkommen zur Tagesenergie für Sonntag, den 27.08.2023. Ja, wir haben in dieser Woche hier immer nur ein Kartendeck benutzt und das hier ist von Wisdom das Roman Slenomore Kartendeck. Und das möchte ich aber zusammentun, weil wir zwei Herzebenen haben. Mit dem Deck der blauen Eule aus dem Königshof Turania Verlag. Und zwar soll ich die ersten beiden Reihen hier mitlegen und die zweiten beiden Reihen mit dem anderen. Okay, ja, das hatte ich auch noch nicht, aber ich bin ja offen für alles. Ihr Lieben, ich mische, bis eine Karte rausfällt und es ist eine allgemeine Legung. Sie kann auf dich zutreffen, das muss sie aber nicht. Und ich spreche immer aus Sicht einer Frau, die auf einen Herrn schaut. Wenn das bei euch anders ist, dann macht es bitte so, dass es zu euch passt. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und euch danken. Ich danke euch für jedes einzelne Abo. Klickt auf das Glöckchen, ihr Lieben, damit ihr mich nicht verpasst, damit ich euch nicht verpasse. Das wäre schade. Ich danke euch für jedes Teilen, für jedes Liken. Ich danke euch für jede Wertschätzung, für jeden Kommentar. Es ist einfach wundervoll, wie ihr diese Community, die wir hier gebildet haben, auch wirklich am Leben erhaltet. Nein, nicht am Leben, aber wie ihr sie lebhaft macht durch eure Kommentare. Am Leben erhaltet. Ja, das finde ich auch. Da haben wir es jetzt. Und zwar sind es die Wege in Schieflage. Die Wege arbeiten, es zeigen sich die Wege. Wir haben das Herz, wir haben den Reiter und wir haben die Burg oder den Turm. Wir haben den Baum, den Mond und wir haben die Sterne. Mond und Sterne gehören zusammen. Das ist am Himmel etwas, was einfach eine Einheit bildet. Die Sterne gibt es nicht ohne den Mond und den Mond gibt es nicht ohne die Sterne. So, und jetzt liegen wir hier und ich höre gerade, das hier ist deine Herzebene. Und jetzt haben wir die Herzebene deines Gegenübers. Das kann auch eine Situation sein, es kann auch ein Ort sein, ihr Lieben. Es muss sich nicht um eine Person handeln. Es geht um das, was dir jetzt, was auf dich zukommt. Wenn du umziehen musst in eine andere Wohnung, in einen anderen Ort, wenn du deine Arbeitsstelle wechseln musst, weil du gekündigt bekommst, wenn, das kann natürlich sich auch um eine Person handeln. Und wir schauen jetzt mal um das Herz dieser oder deines Gegenübers, egal wie es aussieht. Lass bitte einer rausfallen, meine Lieben. Lass mich nicht so lange mischen. Damals. Wie soll ich aufeinander liegen lassen? Es geht um den Neuanfang. Schauen wir mal, was ist denn der Neuanfang? Darunter ist der Herr und wir haben das Glück. Ich soll es aber nicht zeigen, weil es ist noch nicht spruchreif, es ist noch nicht zu sehen. Es sind aber die Wege dorthin. Jetzt schauen wir mal, was ist denn in dem Herzen, in deines Gegenübers? Los. Wir haben die Fische, die Sterne und den Mond. Ist das nicht der Hammer? Also ich kann dir jetzt schon sagen, dass ihr gleich klingt, nur in einer anderen Reihenfolge. Dass ihr aber, hier ist es Mond und Sterne und hier ist es Sterne und Mond. Dass ihr tatsächlich in gleichen, es ist wie wenn ihr Zwillingsseelen seid. Die Zwillingsseelen, die, da schlägt das Herz auch gleich. Wir schauen mal weiter. Wir haben das Haus. Wir haben die Lilien, ja, und den Bären, der sich schon eben gezeigt hat. Und unten drunter haben wir den Park. Der Park, der jetzt hier alles zeigt. Also, eine spannende Legung, das kann ich euch jetzt schon sagen. Das ist der Abschluss dieser wirklich mal wieder besonderen Woche. Wir haben die Wege, die Herzwege, die sich hier zeigen.
Das alles, was diese Tränen, die geflossen sind, diese Trennungen, das, was schlimm war, das ist alles in der Vergangenheit passiert. Das ist vorbei. Hier haben wir hier die 20, wir haben hier, zeigt sich bei dir etwas und wir haben hier die 20. Wir haben zweimal die Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit spielt eine große Rolle hier, weil hier jemand auf seinem Pferd ganz eilig zu dir in deinen Turm ist. Du hast dich zurückgezogen oder dein Gegenüber hat sich zurückgezogen. Das kann natürlich auch sein. Und hier kommt jetzt, hier rennt jemand oder reitet jemand über Stock und Stein, um zu dir zu kommen, um mit dir gemeinsam in die Öffentlichkeit zu gehen. Hier kommt in dein Herz kommt Heilung. Das ist tiefe Heilung. Bei ihm ist es das Fließen. Bei ihm kommt es ins Fließen. Wir haben den Mond und die Sterne und die Sterne und den Mond. Die Sterne, die geben Klarheit. Sie stehen für den Schutz, für den höchsten Schutz. Es ist die höchste Schutzkarte im Lenormand und sie ist beide Male und bei ihm ist es im Herzen, im Kern. Und du hast die Leiter hier in sein Himmelszelt, in seine Herzmitte gestellt. Und du gehst hier von deinem Mond, wo du dich zurückgezogen hast, in seine Herzmitte. Und dann bildet ihr hier diese Einheit mit Sterne und Mond. Und es ist von oben geschützt, es ist geführt, es ist beschützt, es ist so gewollt. Und wir haben hier mit dem Haus, und ich sehe ganz deutlich, das ist euer Haus. Ihr kommt zusammen. Hier kommt der Neuanfang. Der Neuanfang mit dem Herrn und mit dem Glück. Das ist aber noch nicht zu sehen. Es lugt so ein bisschen raus, aber letztendlich ist es noch nicht zu sehen. Aber dieses Kind, das steht in diesem Garten hier, hier und hier. Und das ist der Garten um dein Haus herum. Das ist euer Zuhause. Ihr kommt hier auf Herzebene zu einem an. Und ich soll die Karten sogar aufeinanderlegen, sodass die Leiter noch zu sehen ist, aber tatsächlich aufeinander. Sodass die Wurzeln hier in die Fische geht. Und die Fische steht für das Fließen der Gefühle, für das Fließen des Lebens, für das Fließen des Blutes Lebens. Das heißt hier, dass ihr wurzelt und ihr wurzelt in einem, an einem Punkt. Und ihr kommt in die Harmonie. Die Lilien stehen, das ist die Familienkarte. Sie stehen für die Harmonie, sie stehen für die Sexualität. Und das ist auch hier ganz großartig, sage ich euch. Das fühle ich jetzt gerade. Aber tatsächlich ist es auch mit dem Bären die Stärke, die hier reinkommt. Hier steht der Bär für die absolute Stärke, die hier in dein Herz und in sein kommt. Also das hier ist wirklich, das ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer. Und damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe wieder damit gerechnet, dass hier Tränen fließen und dass ich wieder dasselbe sage. Aber hier ist nicht eine Träne. Seht ihr sie? Seht ihr eine Träne? Ich kann keine sehen. Die Tränen sind geflossen und sie sind mit Recht geflossen. Aber sie sind ausgeweint. Da sind keine Tränen mehr. Hier ist pures Glück. Pures Glück. Das ist ein Schatz. Und du gehst von deinem Rückzug in seine Herzmitte. Habt einen wundervollen Sonntag, ihr Lieben. Ich wünsche euch, dass ihr, ich schicke euch ein Stück des Gefühls mit, was ich gerade fühle. Ich liebe euch. Macht's gut. Ciao.